Vorbereitungsrunde hier heute Abend für unsere Englandfahrt. Und ich darf alle recht herzlich willkommen heißen. Wir haben einige Mitglieder heute Abend hier, die zu uns gekommen sind, um die Englandfahrt mit zu begleiten. Und die möchte ich zunächst mal begrüßen. Das ist die Familie Ockenrein oder die Eheleute Ockenrein, die heute zum ersten Mal bei uns sind. Hannelore Kralik konnte er nicht, ist auch hier. Und die Latsche, Gerda Köppert. Und du warst schon das Öffnen hier, Hans Rübenhorst, aber den ich vergessen hatte, das ist der Hans Hebing. Bevor es aber auf große Fahrt geht, mussten viele Vorbereitungen getroffen werden. Meistens ist es so, dass die eine Fahrt gerade zu Ende ist und schon beginnen die Vorbereitungen für die nächste Großfahrt. Hier nun die letzte Besprechung der mitfahrenden Leiter. Für 130 Pfadfinder und Leiter ist das Ziel in diesem Jahr Großbritannien. Genauer das Scout Camp der Gilwell Park in der Nähe von London. Nein, aber wir haben die Pfadfinder sich das vorgestellt, es sind ja drei Koten da. Sollen zwei mit auf See oder eine mit auf See und zwei im Land? Am Abend vor der Fahrt wird ein ökumenischer Gottesdienst von Herrn Wiesener und Herrn Bambauer abgehalten. Denn man muss wissen, dass die St. Georg-Pfadfinder von Wesel-Flüren auch evangelische Jungen in ihren Reihen haben. Es erklingt noch ein Kanon. Und nun noch das Abschiedslied. Dann endlich morgen um 4 Uhr, wir sind unterwegs. Mit drei Reisebussen der Firma Hetzel fahren wir durch die Niederlande nach der Brügge, dem Seehafen in Belgien. Nach etwa 4,5 Stunden Fahrt sind wir nun in Zeebrügge. Es ist 8.30 Uhr und die Hochseefähre soll um 9 Uhr in Richtung Felixstowe ablegen. Die Zollformalitäten gehen reibungslos vonstatten. Für die englische Statistik muss lediglich ein Personalbogen ausgefüllt werden. Grünes Licht, die letzten Tabletten gegen die Seekrankheit werden genommen
die Seereise beginnt. Auf hoher See braust ein starker Wind um unser Schiff. Man kann sich beinahe dagegen lehnen. Viele sind zum ersten Mal an Bord eines solch großen Schiffes und streifen zwecks Erkundung deshalb durch die riesige Fähre. Andere singen oder vertreiben sich die Zeit mit Spielen. Laut Egon Köppers und Helmut Marx ist alles erlaubt, außer über Bord fallen und das Spiel Schiffchen versenken. Weil für viele alles so neu ist, werden den Leitern Löcher in den Bauch gefragt. Unter anderem eine Frage: Herr Köppers, was ist, wenn nun doch einer über Bord fällt? Antwort: Der wird von der Essensliste gestrichen. Während der ganzen Überfahrt haben wir schönes Wetter, aber als wir uns der Insel nähern, bewölkt es sich zusehends. Nun sind wir im Hafen von Felixstowe, der Partnerstadt von Wesel. Kaum ausgestiegen wurden wir von den Leitern der Felixstowe Scouts in Empfang genommen. Die Presse ist zugegen, Interviews, Fotos. Denn die erste Seite der Felixstowe Times ist für den Bericht über die Weseler Pfadfinder reserviert. Alles läuft wie am Schnürchen. Wir werden mit den Bussen zu unseren Unterkünften gefahren. Die erste Nacht auf englischem Boden wird in Felixstowe verbracht. In vier Gruppen geteilt schlafen wir in Gemeindeseelen, Luftmatratze an Luftmatratze. Hier im Bild eines der Gemeindehäuser. Kaum haben wir unser Nachtquartier gezogen, geht es auch schon wieder los zu einem Rundgang in die nähere Umgebung. Ach du liebe Zeit, Las Vegas. Aber halb so schlimm. Dahinter verbirgt sich eine Mini-Kirmes, wie es an vielen englischen Ausflugsspielen üblich ist. Der Abend ist gekommen und die Felixstowe Gastgeber legen los. Wir sind Gäste. Selbst der Linienbus, der uns zum Lagerplatz bringt, wird von den englischen Pfadfindern bezahlt. Wir dürfen nichts bezahlen. Wir sind ihre Gäste, wird uns bedeutet. Der Lagerplatz ist eingehüllt vom Duft des gegrillten Fleisches, der englischen Originalspeisen und Getränken. Freundlichkeit und Herzlichkeit strömt uns entgegen. Die Gastgeberfähigkeit der Felixstowe Scouts sind nicht mehr zu überbieten. That's food pie. Right? And this? That is kebab. Oh. Meat. Meat from on the barbecue. Okay. Thank you. Come on, come on. Birgit dolmetscht bei einem Gespräch zwischen Helmut Marx, unserem Stammesleiter, und einem Pressemann. Oder auch Mütter sind und dadurch zwangsläufig die Kinder mit ins Lager kommen. It's because most of the guys have the family, so the wives and children go with them. And of course some of the leaders are women, so
They are you, here. You and the scouts as well, aren't you? Well, just simply for 10 days. Oh, I know English. I'm so very good, very good. I like the Oh, you must have one of those. Birgit ist unsere ehrenhalber ernannte Pfadfinder-Dolmetscherin. Hier werden Abzeichen getauscht, selbst solche, die schon am Hemd festgenäht sind. Aber nun die offiziellen Reden. To this very wonderful gathering of scouts from Felixstowe and Basel. I should like to say welcome to the County Commission here, being here this evening. I know that all of you will enjoy yourself and will shortly be joining in the singing. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Freunde, liebe Pfadfinderbrüder aus Felixstowe. Dear Mayor, dear friends and scouts of Felixstowe. Wir sind sehr glücklich, heute hier bei euch zu sein. Wir bedanken uns für diesen Empfang und für die große Hilfe, die wir insbesondere auch durch Commander Stanley bei der Vorbereitung erfahren haben. Ebenso möchte ich Mr. Mortimer erwähnen, mit dem ich sehr viel korrespondiert habe. Wir sind nach England gekommen, um ein wenig auf den Pfaden Ben Pauls zu wandern, um seiner Idee ein wenig näher kommen zu können. Die Idee, die darin bestand, durch Erlebnisse Freude an allen Dingen in dieser Welt zu finden und durch das Einüben von Fähigkeiten in jungen Jahren fit zu sein, anderen Menschen zu helfen, damit aus allen Menschen Brüder werden. Wir sind auch hierher gekommen, um diese Brüderlichkeit auszudehnen über die engen nationalen Grenzen hinweg. Und darin sehe ich eine weitere große Aufgabe des Pfadfindertums, mit dazu beizutragen, den Frieden in der Welt zu festigen. Wir haben vor 3 Jahren in Norwegen mit einigen Weseler Pfadfindern am Jamboree teilgenommen und dort erlebt, wie 18.000 Pfadfinder aus 97 Nationen einige Tage als wirkliche Brüder miteinander leben und welche Kraft von solcher internationalen Begegnung ausgeht. Darum, liebe Pfadfinderbrüder aus Felixstowe und Wesel, lasst uns unsere Freundschaft, die im vergangenen Jahr zaghaft begann, weiter aufbauen. Wir werden sicherlich Gelegenheit suchen und finden, auch einmal ein Camp über mehrere Tage gemeinsam durchzuführen. Jetzt aber lasst uns erst einmal die Gegenwart genießen und gemeinsam ein paar schöne Stunden am Lagerfeuer verbringen. Therefore, my dear Scout of Felixstowe, let us consolidate our friendship that started last year very kindly. Surely, we will look for and find the opportunity to carry out another common camp for several days. It's very, very nice here, and I'm always sad that I can't speak so much English to have a nice conversation with all the scouts here. I'm always saying in the name of all the 130 scouts of Basel who stay here. Many thanks. Thank you.
mit Tanz und Gesang klingt ein für uns Weseler Pfadfinder unvergesslicher Abend aus. Am nächsten Morgen noch einen Ausflug zum Strand. Einer der Busse, der die Pfadfinder in den einzelnen Gemeindehäusern wieder einsammelt, ist da. Es geht weiter. Die von den Felixstowern geliehenen Zelte werden eingeladen und ab geht's zum Dillwellbad. Das eigentliche Ziel, der Gilwell Park, ist erreicht.